One, two, three. Wie gut ist das Craft Clay von der Marke Sebastian Professional? Das Craft Clay kommt in so einer Packverpackung, die glänzend ist. Und wenn man das Ganze auspackt, dann ist der Tiegel von der Aufmachung her jetzt nicht ganz so stylisch, muss ich ehrlich gestehen. Und auch relativ billig gemacht. Kommen wir zum Geruch. Den Geruch gibt's nicht, denn das Produkt ist geruchlos. Es riecht maximal etwas wachsartig. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 55% der Inhaltsstoffe sind gut, die restlichen 45% leider nicht so gut. Der Claim des Produktes. Es wird geworben mit einem trockenen, matten Finish und das Produkt soll für Textur und Definition sorgen. Ob das wirklich stimmt? Meine Vorherfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Und ich habe jetzt kein Pre-Styling betrieben für das Styling mit dem Produkt, da der Hersteller damit wirbt, dass man das Produkt einfach in seine trockene, ungestylten Haare einarbeiten soll. Die Konsistenz des Produktes kann man sich so vorstellen wie eine relativ feste Knete. Das Auftragen in die Hände hat reibungslos funktioniert und ging wirklich easy von der Hand und das auch klumpenfrei. Das Styling ging ebenfalls easy von der Hand, muss ich ehrlich gestehen. Man konnte das Produkt gut in die Haare einarbeiten und man hat auch beim Styling das Gefühl, dass die Haare noch schön modellierbar sind. Meine Nachher-Frisur sieht jetzt wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Das Produkt hat einen relativ leichten Halt, deshalb habe ich auch noch ein wenig Haarspray dazu genommen, um meine Frise noch so ein bisschen zu festigen. Heißt, der Halt ist wirklich leicht. Kommen wir zur Austauschbarkeit und zum Preis. Das Produkt konnte man tatsächlich gut auch nur mit Wasser aus den Haaren herauswaschen und ihr bekommt dieses Produkt und zwar 50 Gramm von dem Craft Clay für 20 Euro, was ich in diesem Zusammenhang tatsächlich etwas zu teuer finde vom Preis-Leistungs-Verhältnis her für dieses Produkt. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Wenn du auf der Suche bist nach einem Produkt mit einem matten, natürlichen Finish und du einfach ein bisschen Definition in deinen Haaren benötigst, aber gleichzeitig keinen großartigen Halt brauchst, dann wäre das eine Option für dich. Das Produkt kann in kurze bis mittellange Haare gleichermaßen eingearbeitet werden und dabei ist es egal, ob du dünne oder dicke Haare hast. Totale Punktzahl, das Craft Clay bekommt 32,5 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarstylen.